Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf dem Bullseye Channel. Ich bin Robin, Guide hier am Rheindelta. Wir sind hier gerade auf der Schabswei, Partner von mir, mit denen ich eng zusammenarbeite. Hinter mir mein Boot. Ich habe die Routen aber schon rausgepackt, weil wir fahren jetzt in den Hafen. Dort habe ich noch einen Wasserlieger, ein großes Tillerboot und mit dem fahren wir heute raus. Meine zwei Gäste warten schon, also lass uns los. So Leute, die dürfen wir nicht vergessen, weil mehr als da drin ist, brauchen wir heute nicht. Moin. Grüßt euch. Na? Moin. Jetzt geht's aufs Wasser. Hier ist der Kai, hier ist der Henrik. Ich glaube, die haben beide schon richtig Lust, dicke Fische zu fangen. Wäre auf jeden Fall schön. Henrik hat schon ein bisschen Blut geleckt gestern und wollen wir mal schauen, dass das klappt. Hoffentlich heute genauso gut wie gestern. Hoffentlich. Das Wetter ist mehr als genial. Mehr kann man sich nicht vorstellen. Wir haben Winter. Heute Nacht hat es noch gefroren, aber jetzt, die Sonne scheint, keine Wolke am Himmel. Was sagt ihr? Seid ihr zuversichtlich? Auf jeden Fall. Wenn jetzt noch der Fisch beißt. Ich bin da zuversichtlich, dass er beißt. Ja, dann hoffen wir mal. So, wir sind gerade am Spot angekommen und wollen jetzt mit dem Angel starten. Drei Jig-Whips stehen hier schon, alle in 2,35 Meter Länge. Unterschiedliche Gewichte. Wir probieren uns jetzt ein bisschen aus. Der eine wirft ein bisschen tiefer, die Kante runter. Die anderen zwei werfen hier so ein bisschen aufs Plateau, Flachwasser. Wir erwarten hier alle Fischarten, Hecht, Zander und Barsch und hoffen auf den Dickbarsch. So sieht der Plan heute aus. Wer von euch hat Lust, ein bisschen ins Tiefere zu werfen und wer möchte ins Flachwasser werfen? Ja, ich würde auf jeden Fall das Flachwasser nehmen. Die tiefe Seite. Die tiefe Seite. Da angeln wir mit ein bisschen größeren Köder, ein bisschen schwerer. Hier vorne 10, 12 Gramm und dann auf 1,5 Meter. Hier vorne 4, 5 Meter in Wurfweite. Und mal schauen, vielleicht kriegen wir noch den einen oder anderen Zander da weggezuppelt. Fangen wir mal ganz klassisch mit dem Gummi an. Obwohl wir hier sehr, sehr klares Wasser haben, hat grün super funktioniert. Einmal 4 Inch, einmal 5 Inch. Ihr seht schon, sehr, sehr auffällig und grell. Wollen wir mal schauen, dass das funktioniert. Bitte? Alles gut. Super. Ich fische hier auch was Auffälliges, sehr schwer. Wir hatten die großen Barsche vor allen Dingen überbleit, fast gar keine Absinkphase. Und auf die haben wir es ja heute abgesehen. Da wir hier klares Wasser haben, fischen wir mit dem Fluorcarbon-Vorfach und einer dünnen Titanspitze vor. Es sind einige Hechte hier zu erwarten. So, da haben wir den ersten. Schön aufmachen. Gerade angekommen am Spot. Und da ist das erste Hechtchen eingestiegen. Sehr geil. Petri. Petri, Dank. Erster Fisch. Der Anfang ist gemacht. So kann es weitergehen. Und der darf natürlich jetzt wieder schwimmen. Tschüss. Wieder Trikolus. Ein bisschen besserer Hecht auf dem Flachwasser. Ja. Da haben wir das Boot vor sich. So. Petri. Petri, Dank, mit den Hechten klappt's. Mit dem Maulwinkel gehakt. Perfekt, so soll das sein. Hat auch schon mal was mitbekommen in seinem Leben. Petri Kai. Freut mich. Wunderbar.
70er Fisch, würde ich mal so sagen. Ja, Pi mal Daumen. 70, würde ich sagen. Und schöner Fisch. Wunderbar gesund. Bei Hendrik gab es eben gerade auch schon einen Biss. Der darf also jetzt wieder, vielleicht geht's ja jetzt los. Direkt wieder rein. Oh Gott. Oh. So, Jungs. Weiter. Danke. Ja, da sieht man mal die Titanspitzen. Die haben schon so Sinn, ne? Auf jeden Fall. Hast du ein Tuch oder so hier? Perfekt, danke. Da habe ich aber nicht gebucht, dass ich hier die ganze Zeit blutige Finger habe, ne? Ich habe gedacht, wir wollen Barsche fangen. Ja, aktuell ist ja leider die Krise mit der Ukraine und Russland. Und normalerweise befinden sich hier in diesem Gewässer keine Kriegsschiffe, wie da hinten zu sehen ist. Es kreuzt schon seit gestern hier immer auf und ab. Eigentlich ist das hier ein sehr idyllischer Fleck Erde. Ist auch ein Naturschutzgebiet für Vögel. Wenn hier abends die Sonne ein bisschen untergeht, ist die Stimmung auf jeden Fall sehr schön. Aber ich muss jetzt erstmal versuchen, hier den Knoten rauszubekommen. Oder vielleicht dann doch abschneiden. Ja, abschneiden. Alter. Ui. Ja, Mann! Sehr geil! Bitte. Wer hat die 50? Ey! Jawohl! Richtig geil! Oh. Schön auf der Bar. Was ein geiler Fisch! Ja, das richtig. Freut mich total! Richtig schön! Na, die 50. Ist das ein neuer PB? Ja. Ist er, ja, ne? Schon, ja. Ich habe vorgestern mit dir den 50er gefangen und jetzt mit 51 cm ist wieder ein PB gefallen. Sehr geil. Ja, gut. Das freut mich noch mehr. Auf den nächsten. Nach meinem Echt-PB der zweite PB heute, ne? Richtig geiler Fisch. Kai, wo und wann hast du deinen Hecht-PB gefangen? Könnte sein, dass es bei dir auf dem Boot war. Könnte sein, so letztes Jahr. Könnte sein. Dann bist du auch mit dem Ziel hingekommen, Meterhecht zu fangen, ne? Ja, hat geklappt, zweimal sogar. Zweimal gleich, ja. Ja, jede Jahreszeit ist ein bisschen anders. Aktuell ist auf die ganz großen Hechte ein bisschen schwerer, aber dafür sind die dicken Barsche da. Und wir haben die Möglichkeit, hier Hechtzander und Barsch und ganz, ganz flach zu fangen. Und das versuchen wir auch gerade. Hendrik, wo kam der Barsch? Ziemlich neben dem Boot hier vorne. Ja, also wahrscheinlich direkt an der Kante. Ja. Nicht im Tiefen, nicht im Flachen. 2,5, 3 Meter. So, wollen wir mal schauen. Da kriegen wir noch mehr. Denke ich doch. Der ist mir zu leicht hier, der Kopf. Guck mal hier. Tungsten 14 Gramm. Danke. Bitte. Der wird jetzt dran gemacht. Vielleicht klappt es dann auch bei mir mit den Barschen. Aber beschweren will ich mich ja nicht. Ach, so viele Barsche hatten wir ja noch nicht. Nö, aber immerhin habe ich schon Fisch gefangen, gell, Robin? Ich sag's dir. Ja. Aber so ist es auch als Guide, ne? Muss immer schlechter fangen als die Kunden. Ich freue mich, dass ihr die Fische fangt. Freue ich mich wirklich. Sein. Aber du darfst gerne auch was fangen. Eile mit Weile. Ja, so ein 35er Barsch, den gönne ich dir auf jeden Fall auch. den gönnst du mir mal zu sagen. Kannst du dann präparieren und dir in die Bude hängen. Eine Bratpfanne hauen. Also ein paar 35er Barsche zum Zander. Sieht bestimmt cool aus so. So einen ganzen Schwarm da hinten. Oder noch so 1,30 Meter Hecht hinten dran. Do. Der könnte mir mal reinsteigen, so 1,30 Meter nehme ich auch. Aber ich glaube, da habe ich viel Spaß mit dann. Ich fische hier gerade die Bullseye Jig Whip 2,35 Meter, 30 bis 60 Gramm, die schwere Variante. Ich bin auch die Person, die gerade aktuell ins Tiefe wirft. 15 Gramm habe ich dran, relativ schwer.
und erhoffe mir, unter der Kante auch noch einen schönen Zander zu fangen. Ich habe an dieser Route eine 3000er Rolle, auch eine LT-Variante von Diver, also super leicht. Die ganze Kombi wiegt insgesamt ca. 300 Gramm. Geflochtene Schnur, zwischen 16 und 20 Lips verwenden wir hier. Auf dem Barschrut ein bisschen leichter, hier an der strammen Route eine 20 Lips Schnur. Und vorgeschaltet haben wir hier ein Fluorcarbon-Vorfach in 35er Stärke. Wir ziehen hier auch die Kante hoch, das heißt, man kann immer mal an der Muschel hängen bleiben. Deswegen brauchen wir auch mal ein paar Zentimeter. Nicht nur unbedingt wegen der Sichtigkeit, sondern einfach wegen der Haltbarkeit. Plus dann die Titanspitze angeknotet. Man sieht, ich habe hier noch ein bisschen was überstehen. Ist frisch geknotet. Erst ein oder zwei Fische später schneide ich das bündig ab. Sicherheit geht vor, ne? Ich fische jetzt hier recht schwer. 14 Gramm Tungsten. Eigentlich ist hier keine Strömung, deswegen kommst du damit auch recht schnell zum Grund und hast eigentlich eine Absinkphase von vielleicht einer Sekunde höchstens, wenn überhaupt. Wir fischen hier ein bisschen Überbleiter, wir wollen die Barsche fangen. Durch dieses Überbleiter-Angeln, gerade im Winter, kommen die Bisse oft sehr aggressiv und schnell. Es reizt die Barsche irgendwie dann doch. Diese schnellen Bewegungen, wo sie dann doch zuschnappen. Mal schauen. Ich variiere das ein bisschen. Manchmal einen Schlag in die Route, manchmal zwei. Einfach alles ausprobieren. Barsch, nee, Hecht. Wo kommt denn ein Kescher? Oh. Ich gebe her. Ja. So, Robin, dich auch. Hast du auch entschneidert? Petri. Petri Dank. Der dritte heute. Der dritte Hecht. Ja. Der einzige Barschfänger steht da. Ja. Jawohl. Relativ nah am Boot gekommen. Hier 4-5 Meter von uns entfernt ist die Kante. Da ging es hoch und der saß direkt oben auf der Kante und ist auch gut in die Rute reingetockt. Ja, lassen wir mal schnell wieder frei. Da war er schon wieder weg. Ja, die Hechte ziehen aktuell ins Flache rein. Es ist kurz vor der Laichzeit und dementsprechend haben wir hier zwischen 1 und 3,5 Meter viel Hecht, aber die ganz großen fehlen leider noch. Mal schauen, wann sich das ändert. Da ist übrigens der Goldzahnkormoran. Der hat keinen goldenen Zahn. Er ist immer da an seiner Stelle. Das ist ein ganz normaler Kormoran. Wie du und ich. Gucken dir doch mal genau an. Siehst du das nicht? Was ist denn mit dem? Das ist ein ganz normaler Kerl. Na? Hm? Habt ihr Spaß? Robin, weißt du, was passiert, wenn der Vogel Strauß ausstirbt? Pass auf, dass sein Freund da gleich nicht weißt, kommt und dir einen vorfängt. Ja, weißt du, was dann passiert? Hä? Hm. Bist du der hässlichste Vogel auf der Welt? So. Eine Kiste Bier, wer das Schild trifft, oder was? Ah, zu weit links. Guck mal, wer hat ihn verscheucht? Wie man sieht, hat man nicht immer nur normale Kunden. Man hat auch ganz Verrückte dabei. Ne, Kai? Gell, Hendrik? So, ich versuche es jetzt auch mal mit der 2,55 Meter Variante bis 50 Gramm. Die 60 Gramm Variante ist mir ein bisschen zu schwer aktuell. Man, City. Jetzt haben wir auch die dritte Art gefangen. Ich hänge vorne. Ja, hängt vorne, müssen wir ein bisschen aufpassen. Halten hier hoch. Hoppala. Ja, der hat sich vom Boden aufgesammelt. Ne? Perfekt. Hier ist der kleine Mann. Jawohl. Endlich wieder ein Fisch im Boot. Wenn auch kein Riese. Wir hatten ja schon so mit 14 Uhr geliebäugelt.
dass da wieder losgeht. Kleinen Köder genommen. Die stehen jetzt eine ganze Ecke tiefer. Circa bei 5 Metern. Lass mal schnell wieder schwimmen. Spritzig sind sie bei der Wassertemperatur. So, ich habe mich jetzt dazu entschlossen, mal die Cherrypicker rauszukramen, weil die ganze Zeit jetzt mit Jigs nichts mehr gebissen hatte. Hat nicht mehr so gut funktioniert und jetzt versuche ich mal ein Twitchbait hier lang zu führen. Im Moment haben wir auch nicht so viel Wind. Das Wasser ist sehr klar. Vielleicht ein natürliches Twitchbait, vielleicht animiert das jetzt die Barsche nochmal. Und dafür ist natürlich die Cherrypicker mit der Länge und auch mit der bisschen weicheren Spitze natürlich perfekt, um hier ein Twitchbait mal durchzuführen. Natürliches Dekor. Habe ich natürlich Twitchbait gesagt. Ah. Ja, aber natürliches Twitchbait ist doch gut. So muss das. Es kommt wieder leichter Wind auf und wir fahren mal dahin, wo wir heute Morgen gestartet sind und gucken, dass wir da noch einen dicken Barsch wegzuppeln. Auf geht's! Jetzt werden noch mal ein paar dicke Barsche hier gefangen, Jungs. Ja, ist wieder ein bisschen mehr Wind, ne? Mhm. Angenehm. Du hast gefischt diese Rüte mit Exzens. Also, die Rolle ist echt schon schön, ne? Kann man nicht viel falsch machen, wenn man die fischt. Das war ganz komisch. Kann ein Anstupfer gewesen sein. Einmal hatte ich es auch schon gemacht. Ja. Es war auch viel zu früh, dass wir eigentlich noch gar nicht auf den Boden aufkommen dürfen. Mach's auf jeden Fall Druck, Vorsicht. Da ist er, schöner Barsch, Alter. Ja, ja, Mann! Petri! Jawohl. Guck mal, wie geil der gefärbt ist. Geil. Heute rollst du aber eine Kirsche nach der anderen ab, wa? Ja. Wir müssen mal nachlegen. Wollen wir den auch mal messen? Ja, schon. Was hat er, 48? Ja. Geil. Wieder ein richtig schöner, dicker Fisch. Dafür sind wir hier. Und direkt aus dem Flachen, ne? Ja. Ist er voll drauf, zeig noch mal. Halt noch mal hoch. Den Biss hast du fast nicht mitbekommen, wa? Ah, schön. Warte mal, einfach drillen. Oh! Ich hab ja gedrückt. Ja! Du hast das heute wirklich. Jawohl, Petri. Halleluja. Willkommen, dein PB. Wieder sehr nah, ne? Das freut mich. PB bestätigt, ne? Ja.
Geiler Fisch, wirklich geiler Fisch. In der ersten Stunde direkt zwei Hechte gefangen. Schön, alles schön und gut, aber bis dahin jetzt hat es sich echt für mich gezogen. Ein Biss hatte ich noch auf einen Skirtle-Jig mit einem großen Krebs dran. Kann aber auch ein Zander gewesen sein. Und seitdem bin ich eigentlich mehr damit beschäftigt, die geilen Fische vom Hendrik mir anzugucken. Das ist ja auch super, super gute Fische. Und hier mich mit dem Robin zu unterhalten und zu fachsimpeln, wie wir dann doch vielleicht den einen oder anderen Barsch noch mal auf die Schuppen legen können. Obwohl, man darf sich ja nicht beschweren, wenn man zwei Fische über 50 hat und noch einen N40er, das ist echt schon eigentlich kein schlechter Tag. In Deutschland wäre das gar nicht möglich. Ja, mal schauen. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit, die Sonne ist noch nicht unten. Drück mir jetzt noch mal die Daumen, dann fange ich vielleicht auch noch einen Barsch. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und wenn nicht, Hendrik, du kannst auch noch einen fangen. Hast ja erst drei. Und nochmal dazu, der Guide fängt auch keinen Barsch. Aber noch ist nicht aller Tage Abend. Ja, ne? Ich weiß, du ziehst mir noch einen rein. Ich weiß es. Ich weiß jetzt schon. Ich kenne diese Geschichte. Die ist schon oft so gelaufen. Das ist wie wenn du in Pro7 irgendwie so ein Highschool-Musical-Film guckst. Weißt eh, dass sowas noch kommt. Es muss noch mal ein Happy End geben. Er kommt halt drauf an, für wen das ja. Happy End. Für den einen vielleicht Happy End, für den anderen bisschen mehr Sad End. Okay, wir fangen noch ein. Beide. Ja, ich gebe mir Mühe. Du zauberst noch einen dicken Hecht hier raus. Ja, wir bleiben dran. Mehr können wir nicht machen. Ja. I'm going off. They going off the mat. All the mistakes they making I made. Nobody offer that hand to me. Nobody offer no fans to me. Nobody wanted it bad as me. I cut off the team, I managed me. I formulated and planned it. So, für uns ist der Angeltag vorbei. Es hat total Spaß gemacht, mit euch zu angeln. Wir hatten super viel Spaß auf dem Wasser. Wir hatten mega geiles Wetter. Für den Winter wirklich traumhaft. Besser kann es nicht sein. Und die Fische haben auch mitgespielt. Ich meine, du hast den Vogel heute richtig abgeschossen, ne? Ja. Du hast uns richtig einen vorgemacht. Lief sehr gut. Lief sehr gut. Kai, was sagst du? Ja, guter Anfang für mich. Dann natürlich viel Zeit ins Land gegangen ohne Fisch. Der Hendrik hat dafür einen dicken Barsch nach dem anderen gefangen. Und an sich Panorama super schön. Was ein Wetter, 15 Grad im Winter. Mehr kann man nicht wollen. Im Pulli angeln. Wir sitzen hier immer noch im Pulli. Und hatten viel Spaß auf dem Boot. Wir hatten wirklich viel Spaß. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Channel, kommentiert fleißig und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich freue mich. Oder wir freuen uns. Ciao, ciao.